Hallo, mein lieber Zwilling, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Zwilling. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Allgemeine Informationen zu meinen Legungen findest du zu Beginn des Videos. Drücke hierfür einfach auf Pause und erhöhe die Bildqualität, wenn der Text bei dir unscharf sein sollte. Und um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Wann welche Legung erscheint, das findest du wie immer unten im Infotext. Ja, mein lieber Zwilling, eine sehr interessante Legung haben wir hier für dich. Hier zeigt sich gleich zu Beginn der Legung ein Umbruch, eine sehr, sehr starke Veränderung. Ja, das kann auch sein, dass sich das erst anbahnt, ja, weil ich habe mir natürlich schon das restliche Bild angesehen. Kann auch sein, dass hier ja einiges in Bewegung ist bei dir. Das ist hier etwas, das dir auf jeden Fall bewusst ist, ja, also diese Veränderung, die sich hier zeigt. Da würde ich sagen, da schauen wir gleich mal ein bisschen tiefer hinein. Ja, etwas geht dem Ende zu, mehr wollen mir die Karten hier nicht verraten, dann dürfte das hier sehr individuell sein, beziehungsweise dürftest du hier sehr genau wissen, um was es hier geht. Also etwas neigt sich dem Ende zu, eine endende Energie, was auch bedeutet, wo ein Ende, da natürlich auch ein Anfang. Das bedeutet, dieser Umbruch ist in vollem Gange. Ja, also dass ich das hier auch nachvollziehen kann, denn ich nehme an, du weißt, worum es hier geht. Und es geht offenbar darum, ja, dass du hier diese Schwelle überschreitest. Bei manchen kann es hier auch gerade ein bisschen chaotisch zugehen. Ja, das ist aber nichts Ungewöhnliches. Mein Zwilling, sollte das der Fall sein, das haben Veränderungen einfach so an sich. Ja, und manchmal geht es ein bisschen drunter und drüber und bei anderen wird das vielleicht ein bisschen ruhiger ablaufen. Es ist auf jeden Fall ja ein temporärer Prozess, also das wird hier nicht allzu lange andauern, ja, also kann schon bei manchen ein bisschen anstrengend sein, aber es umfasst einen eher kürzeren Zeitraum. Auf deiner Ebene sehe ich, ja, du hast hier irgendein Ziel ins Auge gefasst. Und das dürfte hier auch mit diesem Umbruch zusammenhängen. Ich sehe hier auch sehr viel Zuversicht. Also du bewegst dich bereits auf ein bestimmtes Ziel zu, auch wenn es bei manchen nur gedanklich ist. Ja, das spielt hier keine Rolle. Manche haben hier bereits begonnen. Bei anderen ist das hier ein Gedanke, der aber schon, ja, also sehr greifbar wird, ja, was die Umsetzung betrifft. Und wenn wir jetzt hier gleich in die Außenschau gehen, also wir schauen ja wie immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen, dann sehen wir hier auch, ja, dass du hier zur Tat schreiten wirst, also dass du es in Angriff nimmst. Manche haben, wie gesagt, schon begonnen, bei manchen steht das hier in Kürze an. Das ist hier nämlich der Zeitraum der Gegenwart, der reicht ein kleines bisschen in die Vergangenheit und ein kleines bisschen in die Zukunft, ja. Also jeder hier ein bisschen an einer anderen Stelle, aber wenn wir von außen auf das Kollektiv blicken, ja, alle ungefähr hier bei diesem Tun, ja, oder kurz davor, es umzusetzen, also das liegt ja alles sehr nah beieinander, also eine sehr kraftvolle Energie, die sich hier zeigt. Schauen wir jetzt in die Blockaden. Was ist aktuell herausfordernd? Was stellt sich quer? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen? Da sehe ich auf deiner Ebene, da gibt es etwas zu erkennen. Du brauchst bei einer bestimmten
bestimmten Angelegenheit, ja, klare Sicht oder eine wichtige Erkenntnis. Ja, bei manchen ist es tatsächlich auch der rote Faden, der sich hier zeigt, auch sehr interessant. Das hat sich in Verbindung mit dieser Karte auch noch nicht gezeigt. Ja, also die Karten verändern auch immer wieder, transformieren die Bedeutungen, ja, die sie haben. Das ist auch Teil meines Decks, warum ich auch mit meinem eigenen Deck arbeite. Hängt auch immer davon ab, was hier ringsherum liegt. Und insgesamt sehe ich hier, da soll sich eine Blockade auflösen, die sich tendenziell vielleicht auch schon länger zeigt. Ja, das nehme ich ja wahr wie ein Knoten in den Gedanken, ja, also metaphorisch betrachtet, also irgendetwas, ja, das hier sehr verstrickt ist, das soll sich hier demnächst auflösen. Und was hier schon sehr wichtig ist, ist, dass du dieses Ziel vor Augen hast, ja, also irgendetwas strebst du hier an und da fehlt noch irgendetwas anderes. Da bekommen wir dann Hinweise in den Lösungsimpulsen. Aber natürlich schauen wir uns zuerst wie immer die Blockade fertig an, denn wir wollen ja auch wissen, was sich hier querstellt. Gehen wir mal auf die zentrale Ebene. Das sehe ich, das könnte ja auch eine Person sein, die sich hier sehr wichtig macht oder viel zu wichtig nimmt. Oder, also ich sehe dich hier in Verbindung mit einer Person oder in Kontakt mit einer bestimmten Person, das ist bereits bekannt. Und entweder hält diese Person ganz bewusst Informationen zurück, ja, macht hier irgendetwas wichtiger, als es eigentlich ist. Oder es geht hier darum, dass du bei einer bestimmten Sache oder Angelegenheit, ja, dass du dir hier viel zu viele Gedanken machst bezüglich dessen, was hier in Zukunft auf dich zukommen könnte. Also es geht hier ganz allgemein darum, du machst dir hier, also versuchen wir es hier auf eine Ebene zu bringen für alle. Es geht hier um irgendeine Angelegenheit, die ist an sich wichtig, ja, aber sie wird ein Stück zu wichtig gemacht. Also sie wird ein bisschen, sie hat eine etwas, eine ja, ein bisschen eine zu hohe Priorität, ja. Also ich hoffe, du kannst mir hier folgen. Es geht hier mehr darum, dass diese Sache wieder auf den Boden gebracht werden soll, beziehungsweise bei ganz vielen geht es eben auch darum, ja, da ist irgendetwas unbekannt, also irgendetwas ist unbekannt. Bei manchen geht es ja eben darum zu erkennen, das wird sich im Laufe der Zeit aufklären, ja, da wird das klar werden, was das hier ist oder worum es hier geht, weil es Teil des Weges ist. Und bei anderen geht es eben darum, dass hier eine bestimmte Person Informationen zurückhält oder sich hier bei irgendetwas bedeckt hält, wodurch diese Sache dann interessanter wird, als sie eigentlich ist. Was aber nicht heißt, mein lieber Zwilling, dass das Ganze uninteressant ist. Es geht hier einfach nur darum, dass diese Sache hier irgendwie aufgeblasen wird, ja, also das kann ich hier erkennen, ganz interessant. Da ist der Lösungsimpuls dann auch wirklich sehr, sehr spannend, aber zuerst gehen wir noch auf die Ebene des Umfeldes. Wir schauen uns hier immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder aber einer bestimmten Person zu tun hat. Und das ist jetzt wirklich ein kollektives Thema, also betrifft nicht nur das Luftkollektiv, sondern das ist hier ein Thema, das zeigt sich jetzt in den letzten Wochen in sehr, sehr vielen verschiedenen Legungen, ja, das Thema Kränkung. Also keine Ahnung, was gerade los ist, mein lieber Zwilling. Ich denke, es ist aktuell vermutlich einfach ganz hilfreich, wenn man versucht, ja, sich nicht alles zu Herzen zu nehmen, was nahestehende Personen zu einem sagen, denn ich sehe hier nämlich eine Person aus dem engeren Kreis und das ist kein böser Mensch, mein lieber Zwilling, nur da ist irgendeine Aussage gefallen, die hat dich hier grundlegend verunsichert, ja, und
ganz, ganz wichtig, ja. Also irgendetwas scheint hier gerade los zu sein. Also das ist etwas, das ist ja ein Thema, das zeigt sich jetzt so oft in den Legungen, da muss ich es jetzt tatsächlich mal aufgreifen. Also du bist ja nicht allein, offenbar vergreifen sich aktuell viele im Ton, ja, oder in ihren Aussagen. Also das ist natürlich ungünstig. Und das, was ich hier für dich als Information habe vom Universum, ist, diese Aussage, ja, stimmt so nicht, ja. Also das kann sein, dass sich diese Person vielleicht auch Sorgen um dich macht oder sich kümmern möchte oder es gut gemeint hat. Aber das, was hier gesagt worden ist, ja, das wirkt sich eher negativ auf dich aus. Und da geht es mehr darum zu erkennen, was hier gesagt worden ist und wo hier auch die Unwahrheit ist. Das kann eben auch sein, dass es hier um das Thema Glaubenssatz geht, ja, dass du hier vielleicht jetzt den Eindruck hast, du könntest dieses oder jenes nicht bewältigen oder du bist dieser oder jener Sache nicht gewachsen. Also das sehe ich auch für manche. Und da ist es wichtig, jetzt anzusetzen, ja. Also welche Kränkung hat sich hier in der letzten Zeit gezeigt? Und ganz wichtig, ja, bevor du mit dieser Person sprichst, möchte ich nur hinzufügen, ich bekomme hier für so ziemlich alle, ja, den Hinweis, dass das eine Verbindung ist, die aber auch bestehen bleiben soll. Also entweder eine bestehende Partnerschaft oder es geht hier um eine Freundschaft. Es kann natürlich auch um die eigene Familie gehen, da aber auch ein Familienmitglied, das dir eher näher steht. Deshalb hat es dich auch so getroffen, ja. Aber diese Verbindung, die soll auch bestehen bleiben. Also das ist hier eher die Ausnahme, dass das hier eine Verbindung ist, die sich dem Ende zuneigt. Das möchte ich nur hinzufügen. Wichtig ist, sich das, auch wenn es leichter gesagt als getan ist, sich das nicht allzu sehr zu Herzen zu nehmen, was hier gesagt worden ist. Weil das, es ist wichtiger, es zu hinterfragen, ja, was ist für dich die Wahrheit, mein lieber Zwilling? Das ist hier entscheidend. Und da würde ich sagen, da schauen wir jetzt direkt in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Da bleiben wir jetzt gleich auf der zwischenmenschlichen Ebene, denn da habe ich eine ganz interessante Meldung für dich. Da sagt das Universum, eine dir bis jetzt noch fremde Person, ja, wird hier irgendetwas zu dir sagen, ja, dass die Lage wieder beruhigt, ja, und da geht es, also für viele geht es hier offenbar auch um die Berufung, die Bestimmung oder ein ganz besonderes Talent, das du hast oder etwas, das du sehr, sehr gerne machst, und da sehe ich dich, also das Universum verweist auf eine dir noch fremde Person, ja, mit der du dich darüber austauschen wirst, ja. Das kann jetzt auch sein, dass es hier vielleicht um eine berufliche Entscheidung geht oder vielleicht möchtest du deine Berufung leben, das könnte auch sein, ja. Also es ist etwas, das für dich sehr wichtig ist und das zeigt sich hier auch in dieser Kränkung. Und für manche geht es hier eben darum, ja, sich hier mit jemandem in Verbindung zu setzen, den man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kennt. Aber ich sehe hier für viele auch, dass man hier tatsächlich zufällig mit einer fremden Person in ein Gespräch verwickelt wird, ja, oder hier in, oder nein, ins Gespräch kommt. Das ist der bessere Ausdruck. Und sich hier dann für dich, ja, eine Wahrheit zeigt, also die für dich auch hilfreich ist, ja, wo sich hier diese negative Fremdenergie, die wir hier haben, ja, die sich hier durch diese kränkende Aussage irgendwie ein bisschen festgesaugt hat, wieder auflösen soll. Also wirklich, wirklich spannend. Also überlass das hier ein bisschen auf dich wirken, mein lieber Zwilling. Denn es kann auch sehr gut sein, dass du in den nächsten wenigen Stunden oder Tagen plötzlich so eine Eingebung hast und weißt, ah, ich könnte diese oder jene Person kontaktieren, vielleicht eben einen Expertenrat, ja, vielleicht geht es hier um irgendetwas ganz Konkretes. Oder du bist zufällig unterwegs und triffst auf irgendjemanden, ja, und da soll sich dann etwas für dich beruhigen, vielleicht sogar auch ergeben, ja. Also dieser Kontakt kann hier auch nur ein paar Minuten dauern, das kann aber auch ein neuer Kontakt sein, ja, wo hier vielleicht eine neue Freundschaft oder dergleichen geknüpft wird oder eine Zusammenarbeit könnte das auch sein. Also das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter. Und da sagt das Universum,
Es geht hier um diese Angelegenheit, die so wichtig gemacht wird, oder eben eine Person, die sich hier vielleicht gerade auch ein bisschen wichtiger macht, als sie eigentlich ist, was deine Angelegenheiten betrifft, ja. Und da sagt das Universum, schau dir das mal genau an, weil im Prinzip ist diese Sache, so wie sie ist, für dich kein Vorteil. Ja, das kann eben auch sein, dass es hier darum geht, dass sich eine andere Person hier einen Vorteil verschaffen will, vor allem wenn du hier auch weißt, dass diese Person Informationen zurückhält, die für dich eigentlich relevant wären, die diese Sache jetzt irgendwie künstlich aufblasen, ja, also das bekomme ich hier. Ich meine, es kann hier schon auch um eine Form von Betrug gehen, das kann man dann aber auch nachlesen, da hast du dann sicher irgendetwas Schriftliches. Ich sehe es an sich eher so, dass du dir diese Sache, wo hier irgendetwas irgendetwas verschleiert ist oder irgendwelche Informationen hier noch nicht da sind, wo du hier in Kontakt mit einer Person bist, das sollst du dir näher ansehen oder diesen Kontakt generell. Denn irgendetwas ist hier nicht stimmig und das finde ich jetzt auch sehr interessant, denn das Erkennen eröffnet dir hier irgendetwas Neues und das sehe ich jetzt wieder, also das ist wirklich spannend, mein lieber Zwilling, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, das sehe ich hier nämlich wieder in Verbindung für die allermeisten mit dieser dir noch fremden Person, denn ich sehe hier für dich gute Neuigkeiten, die hereinkommen, das kann auch parallel ablaufen, denn vielleicht erhältst du von dieser dir noch fremden Person gute Neuigkeiten oder eine Aufklärung bezüglich einer Sache, wo du hier vielleicht eben auch die Wahrheit erfährst, also wenn es hier um ein Vorhaben deinerseits geht und da sehe ich eben auch, dass dir diese Sache leicht von der Hand gehen soll. Ja, also das, wo du hier irgendeine Kränkung dir angehört hast von einer Person, die dir nahe steht. Und da sehe ich eben, dass du hier ganz klar erkennen kannst, wie es aussieht, ohne dass du hier zwingend diese Informationen erhalten musst, die hier im Verborgenen sind. Ja, also du wirst hier klar erkennen, wo hier jemand nicht ganz offen und ehrlich ist zu dir oder vielleicht auch selbst einfach nicht wirklich gut informiert ist. Das könnte auch sein. Und auf der anderen Seite sehe ich hier diese grandiose Entwicklung, wo es für manche eben auch um ein finanzielles Thema geht, also vielleicht eben Beruf, oder ja, ganz allgemein eine finanzielle Angelegenheit oder etwas, das für dich persönlich sehr wertvoll ist. Da zeigt sich nämlich eine wirklich gute Entwicklung oder eine neue Möglichkeit, wo es vielleicht eben auch darum geht, dass deine Finanzen in ein Wachstum gehen. Ja, und dann kannst du hier ganz klar erkennen, also eben auch, was hier künstlich aufgeblasen wurde bei dieser Sache. Aber wie gesagt, diese Sache hier, die ist nicht unwichtig, aber so wichtig, wie sie hier gemacht wird, oder diese Person macht sich hier sehr wichtig, so wichtig ist es dann auch wieder nicht. Und du wirst es hier dann ganz klar erkennen. Also ich kann es leider nicht klarer herauslesen, ohne deine Situation zu kennen, aber aufgrund meiner Erfahrung vertraue ich hier darauf, dass das auch die Worte sind, die du brauchst, und es ist durchaus möglich, auch wenn es für dich gerade kryptisch ist, dass in den nächsten wenigen Stunden bis Tagen für dich plötzlich glasklar wird, ja, also lass es auf dich zukommen. Jetzt gehen wir noch auf deine Ebene. Und da geht es um irgendetwas, an dem du noch festhältst. Also das hat hier mit dieser Übergangsphase zu tun. Und das ist hier offenbar das, was dir klar werden soll, was wir hier in den Blockaden gesehen haben. Du hältst hier an irgendetwas fest, wo das Universum ganz klar sagt, dass diese Sache ist fertigzustellen. Ja, also das möchte losgelassen werden. Wir haben hier auch die Neuen, ja, also wo es eben darum geht, hier zeigt sich ein Ende, an dem du noch festhältst. Ja, hier, ich bekomme hier auch für manche den Hinweis, hier gibt es nichts mehr zu tun. Ja, also das kann getrost abgeschlossen werden. Das kannst du getrost loslassen. Wende dich hier diesem neuen Weg zu, beziehungsweise wende dich hier diesem Ziel zu, das du verfolgst. Und an irgendetwas hältst du noch fest. Und ich, so wie ich das hier sehe, glaube ich,
Weißt du auch, dass das eigentlich, ja, dass das eigentlich fertig ist, ja, oder fertigzustellen ist? Kann eben auch sein, dass du hier unterbewusst an dieser Sache festhältst, weil an dieser Stelle hier diese Person beispielsweise dir bestimmte Informationen nicht zukommen lässt, ja, wo du auch weißt, irgendetwas solltest du da erfahren, aber du bekommst diese Informationen nicht, ja. Das kann dann natürlich an einer anderen Stelle dazu führen, dass man an etwas anderem festhält, weil das einem eine gewisse, ja, unter Anführungsstrichen Sicherheit gibt, ja. Also das betrifft jetzt auch nur eine bestimmte Gruppe, aber das wollte ich kurz noch ansprechen, weil es sich doch als relevant für einige zeigt. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Und hier haben wir diesen starken Umbruch, ja, also der kommt auf dich zu, also eine große Veränderung für viele oder das betrifft einen bestimmten Lebensbereich, das kann auch ganz allgemein sein, ja, also dass diese Veränderung, die hier ansteht, die wird hier auch offenbar durchgezogen oder abgeschlossen. Also es geht hier offenbar auch noch darum, irgendetwas fertigzustellen, dass hier diese Veränderung aktuell noch blockiert. Hier sehe ich, findet das bereits statt. Also das ist hier offenbar schon sehr greifbar und hat hier vielleicht auch mit dieser neuen Begegnung zu tun. Gehen wir auf die zwischenmenschliche Ebene. Da sehe ich, du wirst dich hier durchsetzen. Das ist auch ein Thema, das sich jetzt in vielen Legungen gezeigt hat. Ja, also eben vielleicht zu etwas stehen oder wirklich auch, also bei manchen kann es ja auch tatsächlich sein, dass es darum geht, Nein zu sagen. Und was ich auch sehe, ist, du bist hier nicht allein. Also jemand stärkt dir hier den Rücken. Und da nehme ich an, vielleicht geht es hier auch noch einmal um ein Gespräch mit dieser Person, die sich hier in den Blockaden zeigt. Ja, dass du diese Person vielleicht auch eines Besseren belehrst. Ja, also dass du hier für dich beschließt, okay, du bist hier anderer Meinung, aber ich probiere das jetzt trotzdem. Ja, also das kann hier auch sein. Also das ist auch eine sehr, sehr kraftvolle Energie, mein lieber Zwilling. Und da gehen wir jetzt noch auf deine Ebene. Hier zeigt sich die Hummel. Die Hummel zeigt sich, also ist eine neuere Karte, die kommt relativ selten, hat auch eine sehr besondere Bedeutung oder beziehungsweise zwei große Bedeutungen. Zum einen geht es hier darum, dass du dich hier lange selbst unterschätzt hast, ja, also dass du hier über dich selbst hinaus wächst oder dass du hier etwas machst, ja, dass dir einfach auch bestimmt ist, ja, also das sehe ich hier auch im Laufe der Legung, also wo es hier vielleicht auch um diese neue Person geht, mit der du hier in Kontakt trittst. Vielleicht steht hier auch schon für manche ein Termin fest. Ja, also ich finde diese Legung wirklich sehr faszinierend. Und da geht es eben auch darum, also hier soll ein Gleichgewicht wiederhergestellt werden oder vielleicht geht es eben auch tatsächlich um das Thema Gerechtigkeit, weil du hier etwas machst oder umsetzt, denn das haben wir hier auch in der Außenschau, dass du etwas anpackst, ja, oder ja, in Bewegung bringst, dass du hier beginnst, etwas zu machen, wo du hier über dich selbst hinaus wachsen wirst, wo du hier merken wirst, was alles in dir steckt. Ja, also du hast dich hier offenbar tatsächlich lange, lange unterschätzt. Und was sich hier aber auch in Verbindung mit der Hummel zeigt, ist, dass es durchaus möglich ist, ja, dass du hier in der nächsten Zeit ja eine gewisse Führung hast. Das könnte hier nämlich auch mit der zwischenmenschlichen Ebene zusammenhängen, ja, dass du dich hier an eine Person erinnert fühlst, also Ahnenkontakte oder dass du hier Zeichen bekommst, die dich an jemand erinnern, der bereits verstorben ist. Also vielleicht ein Geruch oder bestimmte Worte oder ja irgendetwas, das dich an diese Person erinnert. Ja, du bekommst hier Zeichen, die dir dabei helfen, etwas in ein Gleichgewicht zu bringen. Es kann natürlich auch beides zutreffen, mein lieber Zwilling. Also das ist hier auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Energie, die wir hier in der Tendenz haben. Also bleib hier offen, was hier auf dich zukommt. Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich und würde sagen, wir kommen jetzt aber mal zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung
Übung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.